أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. Ist es erlaubt, wenn man heiraten möchte, dass man auf der Straße eine Frau anspricht? So allgemein darf man das eigentlich nicht. Weil Allah Azza wa Jal sagt im Koran, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. O Gesandter Allahs, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sprich zu den Gläubigen. Sie sollen ihre Blicke senken. Wenn man sie senkt, kann man eine Frau ansprechen? Ja oder nein? Nein. Eigentlich nicht, ne? Deswegen, wenn ein Muslim seine Blicke senkt, kann er normalerweise die Frau nicht ansprechen. Man sollte das nicht machen, dass man eine fremde Frau anspricht auf der Straße. Ich will euch nur ein Beispiel geben und das ist passiert. Ein Bruder kam zu mir, er sagte zu mir, Abul Bara, ich bin sehr zornig und ich bin kurz davor, eine Person anzugreifen. Von den Muslimen, meinte er. Sagst du ihm, Subhanallah, was ist los mit dir? Er sagt zu mir, meine Frau ging einmal raus aus der Moschee und dann kam ein Bruder und sagte zu ihr, ich möchte dich heiraten. Genau dich. Was denkt ihr? War er froh darüber oder nicht? Eine Gegenfrage, wärt ihr froh, wenn jemand das zu eurer Frau sagt? Ja oder nein? Und er war wirklich kurz davor, etwas Gewaltiges zu machen. Alhamdulillah. Hat Allah Azza wa Jal uns die Möglichkeit gegeben, ihn davon abzuhalten. Weil es kann sein, dass du auf der Straße bist und du redest eine verheiratete Frau an. Gibt es keine 18-Jährige, die verheiratet sind? Ja oder nein? 17, 16-Jährige können verheiratet sein. Deswegen, du darfst nicht irgendwelche Frauen ansprechen. Und du würdest das auch nicht für dich erlauben, sondern wenn du das machst, über Familie. Das ist ein Weg. Über Brüder, ein anderer Weg. Und für wen Allah geschrieben hat, für den hat er es geschrieben. Oder es gibt Brüder, zu ihnen kommen irgendwelche Leute, der sagt zu ihm, möchtest du heiraten? Und so organisiert er ihm eine Ehe. Sag oder nicht, gibt es sowas oder nicht? Das ist Risk von Allah. Und manche, du siehst, er macht Haram und Haram und Haram. Klappt oder klappt nicht? Klappt nicht. Warum? Weil Allah das nicht für ihn geschrieben hat. Alles, was in der Dunya für dich geschrieben ist, wirst du bekommen von Allah. Sei dir sicher. Und das muss dein Vertrauen auf Allah Azza wa Jal sein. Ansonsten bist du nicht wahrhaftig in dem, was du sagst. Du musst auf Allah Azza wa Jal diesbezüglich vertrauen. Es ist kein Problem, die Halal-Wege auszuschöpfen. Halal-Wege ist nicht Facebook. Ist nicht, komm, love me and heirat me today. Ja? Sondern Halal-Weg ist, dass du mit Geschwistern sprichst. Zum Beispiel, du fragst deinen Bruder, hast du von irgendeiner Schwester gehört und dies und das? Das ist ein Halalweg und das ist kein Problem. Das haben auch die Sahaba radiallahu anhu gemacht. Ich habe euch damals die Geschichte erzählt mit Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu und seine Tochter Hafsa, als er zu den Sahaba gegangen ist und sie gefragt hat, wer sie heiraten möchte davon. Na, das ist kein Problem. Man kann hier fragen. Man kann seine Schwester fragen, ob sie Schwestern kennt, die heiraten möchten. Auch in der Familie. Ich meine jetzt, die meisten, die hier sitzen, sind Araber, Türken, Kurden. Richtig? So, die Sache ist doch die, wir haben doch große Familien. Und bei uns durch die Familienbeziehung ist die Welt klein. Das heißt dann, die Cousine oder diese oder jene, um die Cousine zu heiraten, ist ja erlaubt. Deswegen hier hat man es einfacher. Es gibt Leute, die haben schwerer als wir. Alhamdulillah. Wir haben aber große Familien und man kann leicht herausfinden, ob es eine Frau gibt, die es in deinem Alter auch praktizieren und möchte Allah Azza wa Jal gefallen. Dann, inshallah ta'ala, kann man das Ganze auch anzetteln. Und das Schöne ist, wenn es aus deiner Familie ist, kriegst du auch einen Rabatt, ne? Von 2000 Euro. Also musst du nur noch 7000 Euro bezahlen. Ja, das soll ich nicht.